Bist du bereit für deine erste Neujahrsparty, Caillou? Aber ja! Ho! Ah! Caillou! Hier drüben! Geh schon, Caillou. Viel Spaß. Da bist du ja endlich, Caillou. Die haben hier drin einen Springbrunnen. Wow. Wünschen wir uns was mit den Centstücken. Was wäre wohl ein guter Wunsch? Ich wünsche mir mein eigenes Baumhaus. Ich wünsche mir, den Weltrekord für die größte Kaugummiblase auf der Welt zu brechen. Ich wünsch... Ich... Ich wünsch mir... Ich wünschte, wir wären alle bis zum Feuerwerk um Mitternacht wach. Ein super Wunsch, Caillou. Ich weiß nicht. Es ist noch lang hin bis Mitternacht. Komm schon, Leo. Wir schaffen das. Zusammen schaffen wir das ganz bestimmt. Los, Team Feuerwerk. Los geht's. Tanzen. Tanzen hält uns bestimmt wach. Nicht geklappt. Ich bin jetzt müder als vor dem Tanzen. Wisst ihr, was mir immer zu viel Energie gibt? Was? Nun, es schmeckt lecker. Und ich darf es nur essen, wenn ich auch mein Gemüse gegessen habe. Und da ist ein ganzer Tisch voll damit. Nachtisch! Aber Papa sagt, ich soll so spät keinen Zucker essen. Psst. Es ist ein ganz besonderer Tag. Verstecken! Du bist's! Bereit oder nicht? Ich komme! Findet mich niemals. Caillou. Muss doch das Feuerwerk. Hier bist du, Caillou. Kommt her, wir zählen von 10 bis 0. Es ist soweit, Caillou. Gleich ist es ein neues Jahr. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fröhliches Neues! Kinder, wie ihr
ihr ja wisst, haben wir jährlich eine Aufführung, um die Feiertage einzuleiten. Dies Jahr wollen wir etwas über verschiedene Feiertagstraditionen lernen in einer Show. Aber wir kennen doch alle Weihnachten. Ja, Caillou, aber nicht jeder feiert Weihnachten. Es gibt viele andere Feiertage, wie Hanukka und Kwanzaa. Lest euch dieses Drehbuch zu Hause mit euren Eltern durch. Hanukka ist Teil der Aufführung. Wow! Hanukka? Hat Frau Martin vorhin davon gesprochen? Ja, guck, das hier ist der Davidstern, ein Symbol des Judentums. Hanukka wird um die Zeit von Weihnachten gefeiert. Aber wir bekommen an 8 Tagen, anstatt nur an einem Tag Geschenke. Oh, 8-mal Geschenke? Wow! Schulaufführung darüber. Wie aufregend. Es gibt noch so viele andere Feiertage auf der Welt. Hey, lernen wir doch alle etwas darüber und üben für die Aufführung. Ja! Ja! Am ersten Tag von Hanukka zünden Juden eine Kerze an. Und jeden Tag kommt eine dazu, bis es 8 sind. Nachdem die Juden ihren König besiegt hatten, gab es gerade genug Öl, um die Menora eine Nacht leuchten zu lassen. Doch sie brannte ganze 8 Nächte lang. 8 Nächte? Wie? Das war ein Wunder. Deshalb nennen wir ja Hanukka auch manchmal das Lichterfest. Papa, können wir 8-mal Geschenke bekommen? Weißt du, Caillou, es geht dabei nicht nur um Geschenke. Was all diese Feiertage gemeinsam haben, ist, dass sie Dinge wie Liebe und Güte feiern und mit Freunden und Familie zusammen zu sein. Doch Geschenke sind auch toll. Okay, alle zusammen, wir sind soweit. Seid nicht nervös, tut euer Bestes und vor allem habt Spaß! Kwanzaa gibt es seit 1966, um die erste Ernte der Saison zu zelebrieren und wird von Menschen mit afrikanischer Herkunft gefeiert. Wir singen und tanzen und beschenken uns und zünden unsere Kinara-Kerzen an. Das Dongji-Fest wird am kürzesten Tag des Jahres gefeiert. Jeder Tag danach ist länger und bringt der Welt noch mehr positive Energie. Oh, und wir essen einen besonderen Nachtisch aus Reis, der nennt sich Tang Yuan. Lecker! An Hanukka zünden wir jede Nacht eine Kerze an und beschenken einander. Und wir singen und spielen mit alten Spielen wie Dreideln. An Weihnachten feiern wir die Geburt Jesus. Wir beschenken uns und sind dankbar für unsere Freunde und Familie. All diese Feiertage bringen Menschen zusammen. Freunde, Familie und jene, die Hilfe brauchen. Und obwohl wir nicht alle die gleichen Feiertage feiern, so haben wir dennoch alle viele Dinge gemeinsam. Es geht bei allen Feiertagen um Güte und Liebe und Freundschaft und Geschenke! Es war Heiligabend und Caillou träumte von allen Spielsachen, die er am Weihnachtsmorgen bekommen würde.
Hey, was war das? Was ist los, Gilbert? Guck mal, das ist Santa. Komm schon, Gilbert. Caillou zog seine Wintersachen an und eilte hinaus in den Schnee. Ho, ho, ho! Frohe Weihnachten! Santa! Hallo, Caillou! Wow! Du kennst meinen Namen! Das ist meine Katze Gilbert! Bringst du mir gerade meine Geschenke? Genau deshalb bin ich hier. Aber leider habe ich da ein paar Probleme. Der arme Rudolf hat seinen Schal vergessen und sich erkältet. Ich kann leider ohne Rudolfs Nase nichts sehen. So kann ich unmöglich die Geschenke verteilen. Wie schrecklich! Hier, Rudolf, du kannst den Schal haben. Oma hat ihn für mich gestrickt. Er ist schön warm. Hey, das kitzelt! Ich habe eine Idee. Vielleicht können Gilbert und du mir bei den Geschenken helfen. Wirklich? Das wäre Wahnsinn! Toll! Wart einen Moment, ich habe hier noch was. Das ist für dich, Gilbert. Jetzt kannst du uns den Weg leuchten. Okay, Caillou, auf zum Schlitten. Wir müssen Geschenke ausliefern. Das wird bestimmt super toll. Ho, ho, ho! Frohe Weihnachten! Du bist ein tolles Rentier, Gilbert. Dank deinem Einsatz können wir alle Geschenke pünktlich abliefern. Wir sind so weit oben. Okay, Caillou. Jetzt liefern wir das erste Geschenk. Ich zeig's dir. Nimm meine Hand, Caillou. Bereit? Bereit! Ho, ho, ho! Wow, das war magisch! Weihnachtsmagie! Thank you.
Danke für deine Hilfe mit den Geschenken, Caillou. Ich hätt's ohne Gilbert und dich nicht geschafft. Das hier ist mein bestes Weihnachten! Rudolf sagt, dass es ihm dank deines warmen Schals schon viel besser geht. Frohe Weihnachten, Caillou! Frohe Weihnachten, Gilbert! Ho, ho, ho! Bis nächstes Jahr! Frohe Weihnachten, Santa! Frohe Weihnachten, Caillou! Mama, Papa, ihr erratet nie, was Gilbert und ich gemacht haben! Wir sind gemeinsam mit Santa Schlitten gefahren. Das klingt nach einem schönen Weihnachtstraum, Caillou. Das war doch kein Traum, das war echt. Das war's bestimmt, Caillou. Lass uns runtergehen und sehen, was dir Santa gebracht hat. Geschenke! Caillou und seine Familie waren unterwegs, um den diesjährigen Weihnachtsbaum auszusuchen. Wie wär's mit dem hier, Papa? Der ist riesig! Der ist wirklich groß, Caillou. Vielleicht etwas zu groß für das Wohnzimmer. Lass uns einen kleineren finden. Oh, okay. Wie gefallen dir denn die hier, Caillou? Wir finden bestimmt einen, der noch frisch und grün ist und der noch toller aussehen wird, sobald Rosi und du ihn geschmückt haben. Das stimmt wohl. Hey, wie wär's, wenn du den übrigen Baumschmuck aussuchst, wenn wir den Baum haben? Ja, bitte, Papa! Wie findet ihr den hier, Kinder? Baum! Baum! Rosi mag den hier, Mama. Wir sollten ihn kaufen. Toll! Ich hole jemanden, der mir hilft, ihn auf den Wagen zu schnallen. Und du kannst mit Papa gehen und noch mehr Baumschmuck finden. Oh, wow! Auf geht's, Papa! Caillou rannte in den Laden. Dort gab es so viel zu sehen. Er wusste nicht, wo er anfangen sollte. Oh, Papa! Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Es gibt hier ja so viel hübschen Baumschmuck. Naja, wir brauchen eine Girlande, eine Lichterkette und einen Stern für die Baumspitze. Such einfach, was du magst und pack es in den Korb. Rot, blau, Gold, Silber. Papa, wie wär's mit Gold und Rot? Klingt toll. Das wird super am Baum aussehen. Und welche Lichter? Es gibt weiße, bunte und blinkende. Die blinkenden bunten! Die sind richtig toll! Da hast du recht, Caillou. Nur noch einen Stern für die Baumspitze. Hast du die schon gesehen? Caillou wusste, wie Sterne aussahen. Und er sah sich im Laden um, bis er einen sah. Dort, Papa! Caillou, renn nicht so weit weg, dass ich dich nicht mehr sehe. Auch wenn du aufgeregt bist, musst du in Sicherheit sein. Okay, Papa. Tut mir leid. Schon okay. Ich will nur nicht, dass du dich verläufst. Ich habe einen super Stern gesehen und möchte ihn für den Baum. Wow, der ist hübsch. Den kaufen wir. Mama und Rosi werden den auch mögen. Kaufen wir alles und gehen zum Auto. Ein freundlicher Mann half Mama und Rosi, den Baum auf dem Autodach zu befestigen. Caillou war aufgeregt, als er Mama und Rosi den Baumschmuck zeigte, den er und Papa gekauft hatten. Mama, wir haben den Baumschmuck gekauft. Wo ist denn der Baum?
Er ist eingepackt und auf dem Dach, um ihn heil nach Hause zu bringen. Oh, wow! Kann's gar nicht erwarten, ihn zu Hause zu schmücken. Fahren wir jetzt heim? Ja, Caillou, wir fahren. Willst du heiße Schoki, wenn wir zu Hause sind? Oh, ja, bitte, Mama! Das klingt lecker. Schoki! Und Rosi. Caillou konnte es kaum erwarten, dass Papa den Baum aufstellte. Er wollte ihn mit all dem gekauften Baumschmuck dekorieren. Ups! Oh je, alles okay, Caillou? Ja, mir geht's. Oh. Gilbert, alberne Katze! Du kannst den Baum nicht dekorieren. Pass auf die Kugeln auf. Oh je, was ist hier passiert? Ihr habt ja ganz schön Unordnung gemacht. Tut mir leid, Mama. Können wir denn jetzt den Baum dekorieren? Das ist eine gute Idee. Caillou half, die bunte blinkende Lichterkette auf dem Baum zu verteilen. Die Girlande und hang die Kugeln an die Zweige. Sogar Gilbert half dabei mit einem Pfötchen. Noch den Stern auf die Spitze. Möchtest du das machen, Caillou? Rosi sollte es. Du bist so ein lieber Bruder, Caillou. Wow, das sieht klasse aus. Das wird bestimmt das beste Weihnachten.